Willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Interviewformat. Dieses Mal haben wir jemanden vom Forum-Team dabei, und zwar Forum-Moderator Korpa. Hi. Ja, moin, servus. Ja. Wir fangen gleich mit den Fragen an. Und zwar Forum-Moderator bist du, managst die ganzen Threads einfach, schließt auch gegebenenfalls mal Sachen, wenn es zu viel wird oder so, oder wenn es ein bisschen ausufert. Schiebst manche Threads einfach und schaust einfach, dass da eine gewisse Ordnung herrscht. Was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, dass du ins Mod-Team gehst? Schwierig zu sagen. Also grundsätzlich war ich schon immer, auch vor meiner Moderatorzeit, jemand, der viel im Forum aktiv war, gern geschrieben hat, gern mitgelesen hat. Und zu einem gewissen Punkt war dann einfach so, ja, der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich wäre gerne auch mal hinter den Kulissen von dem Ganzen, würde da gerne mitwirken und möchte einfach mal Teil des Teams werden, einfach da mal reinschnuppern und gucken, wie ist es so, sagt man in Anführungszeichen, auf der anderen Seite. Und ja, dann habe ich mich einfach damals beworben und jetzt hocken wir hier. Ist das Bewerbungsverfahren das gleiche, wie wenn du jetzt dich zum Beispiel als GM bewerben würdest? Es ist ähnlich. Also, ich meine, du hast natürlich ganz andere Voraussetzungen. Es wird auch auf ganz andere Sachen geschaut, wie wenn du GM wirst. Du bist halt als Forumsmoderator, wird erstmal geguckt, okay, was ist dein privater Account? Hast du da Verwarnungen? Bist du negativ aufgefallen in der Vergangenheit? Wie ist deine Schrift? Also, wie schreibst du? Wie kannst du dich ausdrücken? Bist du leicht reizbar? Solche Sachen etc. Da würde ich schon sagen, es ist ähnlich wie beim GM, aber es sind deutlich andere Punkte, auf die geachtet werden. Okay. Wie lange dauert es dann? Also, du hast dich dann beworben und wie lange hat es dann alles gedauert, bis du dann angenommen wurdest und Gespräch und bla bla? Also, ich habe angefangen als Trial damals, am 27. August, ich glaube 2022 war das, und wurde dann zum Fullmod am 14. Januar 2023. Warte, wann war nochmal Einstieg? 27. August 2022. Oh, okay, aber schon. Und 14. Januar 2023, ja. Aber schon lange, oder? Ja, es braucht ja seine Zeit. Und die damalige Board-Moderatorin hat gesagt, okay, wir gucken einfach mal. Und das war die Zeit, die sie sich damals genommen hat. Und ja, ist aber auch kein Problem. Also du hast ja die gleiche Arbeit letztendlich wie als Moderator, bloß dass du halt, ich sag mal, noch Welpenschutz hast in der Zeit. Ja. Bin einfach nochmal mehr drüber geguckt, so. Genau, richtig. Du kannst noch ein bisschen mehr üben. Es wird dir nicht gleich alles irgendwie, Fehler werden noch leichter verziehen. Ja. Was hast du denn so für Aufgaben? Also ich denke mal, die offensichtlichste ist natürlich klar, wie du es vorher schon gesagt hast, ist einmal das Forum zu moderieren, zu gucken, welche Threads werden wo geschrieben, was wird wo geschrieben und verlaufen die Threads so, wie man sich das Ganze vorstellt, beziehungsweise wird beim Thema des Texterstellers oder des Thread-Erstellers eigentlich geblieben. Das sind natürlich so die Hauptaufgaben und die auch, wie gesagt, am offensichtlichsten sind. Dann, was manchmal da auch dazu gehört, was nicht immer ganz so schön ist, ist halt auch Leute dann zu ermahnen oder zu verwarnen. Im schlimmsten Fall dann eben auch temporär zu sperren oder permanent zu sperren. Das sind dann immer die Aufgaben. Gerade wenn es Leute aus dem Forum sind, die man doch auch lange kennt oder auch lange beobachtet hat, manchmal nicht immer ganz so geil, je nachdem wie natürlich das Verhalten ist. Und was auch gar nicht so sichtbar ist eigentlich, aber wir beantworten auch relativ viele Tickets, die halt im Forum landen. Also wenn du im Support das Ticket in der Kategorie Forum erstellst, wie zum Beispiel für einen neuen Account oder eine Account-Sperre oder sonst irgendwelche Probleme, dann landen die halt natürlich bei uns und werden dann von uns auch bearbeitet. Okay. Dann nochmal eine Frage dazu. Zwecks der Foren-Accounts. Ist es noch der aktuelle Stand, dass man sich die Accounts nur noch über den Support erstellen lassen kann? Ja, ist aktuell immer noch so. Also es gibt im Forum einen angepinnten Thread dazu, wo die Anleitung auch beschrieben ist. Und das ist aktuell immer noch Stand der Dinge. Kann man sagen, warum? Also die Registrierung war ja schon vor meiner Zeit als Moderator zu. Grund dafür war halt einfach, dass es wirklich eine Flut an Bot-Accounts gab im Forum. Noch Leute, die einfach rein trollen und Trash-talken wollten.
Und das versucht man einfach damit schon ein bisschen zu unterbinden. Okay. Kann man da auch, gibt es da irgendwie Statistiken, dass man da gucken kann, okay, wie viele Leute haben sich jetzt den Monat beworben oder so? Beworben, da hab ich keine Also, Einsicht nicht drauf. beworben, ja, wollten halt einen Forum-Account haben. Kann man machen, ja, also wir sehen ja in unserer Ticketübersicht, wer ein Ticket geschrieben hat. Genaue Anzahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber lass es vielleicht mal 10 bis 15 im Monat sein oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Eher ein bisschen mehr. Okay. Ja, okay, das war interessant zu wissen. Hätte mal gerne gewusst, wie das davor war. Abgesehen jetzt von den Bot-Accounts oder von Leuten, die halt nur reingetrollt haben. Werden ja bestimmt wesentlich mehr gewesen sein. Jetzt ein bisschen schwierig. Also es verteilt sich auch in der Spielerschaft unterschiedlich drauf. Ich glaube, weiß nicht, ob das so ein ja, Generationending ist, aber ich glaube, dass die Leute, die keinen Forum-Account haben, eher mehr auf Discord unterwegs sind und in Mädchen 2 Discord schreiben und viele auch gar nicht mehr so den Fokus aufs Forum haben, wie das früher mal war. Wenn wir jetzt in das Forum immer reinschauen, es wird irgendwie ein Thema aufgemacht, dann hat es ja, je nachdem, was für ein Thema das ist, aber die Tendenzen sind ja schon immer sehr schnell vorhanden, dass es mal ausarten kann. Ja. Wie nimmst du das aktuell so wahr? Gut, also was halt aktuell leider so ein Evergreen-Thema ist, ist natürlich das Thema Botter. Da geht natürlich die Stimmung ganz schnell ins Emotionale in den Threads. Also es geht auch, wenn irgendwo in einem Thema oder in einem Thread angefangen wird, über das Thema Botter zu schreiben, auch wenn der ursprüngliche Thread eigentlich gar nicht über Botter ging, schweift man doch sehr schnell ab. Was natürlich einfach, schätze ich mal, an der Unmut der Spieler liegt, dass die Bots eben existieren, braucht man nicht drüber reden. Was auch noch so ein heißes Thema ist, ist das Thema BBTs, gerade so auf geschlossenen Server. Du wirst es bei Azrael ja wahrscheinlich mitbekommen, wie manche halt sagen, hey, der Server ist, die einen sagen, er ist zu leer, die anderen sagen, oh, wir kriegen kein Equipment drauf. Ich glaube, Young ist bei euch ja auch so, weiß ich nicht, ein DR-Gutschein schwierig, glaube ich, vom Preis. 5,3 Wonnen. Boah, ja, okay, das ist schon krass. Ja. Das sind so die beiden Themen, wo ich sage, die sind im Forum eigentlich immer präsent. Und ansonsten, ja, ist die Stimmung eigentlich bei vielen, sag ich mal, eher neutral, eher informativ, wie dass sie viele sich drüber aufregen. Findest du, das hat sich mit der Zeit geändert? Du hast selber gesagt, du warst im Forum auch viel aktiv. Du bist selber viel aktiv und auch früher schon gewesen. Wie hat sich das Forum für dich entwickelt? Also entwickelt hat es sich in dem Sinne, ich glaube, das ist aber auch einfach dem geschuldet, dass das Spiel mittlerweile sehr alt ist. Also früher war es natürlich so, es wurde noch viel mehr, ich sag mal, Pioniersarbeit geleistet. Also es wurde über Sachen geschrieben, philosophiert, informiert. Mittlerweile das Spiel ist, ich habe es gar nicht im Kopf, wie viele Jahre alt. Schon 20 Jahre fast sein. Ja, es war ja das Jubi-Event im Januar. Richtig. Irgendwann hast du halt alles gesehen in Metin. Die Leute kennen sich größtenteils aus. Auf Yuhara weiß man mittlerweile vieles. Und dann sind es halt die immer wiederkommenden gleichen Fragen letztendlich. Oder eben der Unmut über aktuelle Situationen. So, die High-Leveler beschweren sich, es gibt keinen neuen Content. Die, die eher im Mid-Level sind, sagen, wir kommen ja gar nicht hoch wegen den Bottern. Ich glaube, das ist da so ein schwieriger Spagat, den da zu finden, was wirklich die Stimmung ist. Aber ja, grundsätzlich, wie gesagt, ist es weg vom Informativen und mehr zum Austausch quasi hingeworden im Forum. Findest du auch, dass mein gut, hast du jetzt gerade schon gesagt, Generation-Ding. Ich finde, das Forum ist schon sehr inaktiv geworden. Also es war mal viel mehr Threads da, oder vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Aber ich Ja, mache es immer das. gerne so, ich liege dann so abends im Bett, so kommt mit meinem Handy mal so 10 Minuten, was da wer so geschrieben hat. Und es sind oft immer die gleichen Leute und natürlich irgendwie auch die gleichen Themen und neue Themen werden. Ja, werden schon aufgemacht, aber habe das Gefühl, dass vor 3 Jahren waren auf jeden Fall mehr Themen am Start. Ja, gut, das geht halt, wie das, wo ich vorher gesagt habe, Hand in Hand. So die ganzen Themen, die vor 3 Jahren waren, wo die Yuhara-Updates kamen, wo die Leute eben noch nicht wussten, okay, was spiele ich jetzt, welche Klasse spiele ich, wo brauche ich welches Equipment, welcher Boss spawnt wo, da war natürlich nochmal deutlich mehr Aktivität drinnen.
Mittlerweile, wie gesagt, das letzte Content-Update ist jetzt auch schon ein bisschen her. Drei Jahre, glaube ich. Ja, das ist, wie gesagt, Passt ungefähr die ja. Zeit, wo du gesagt hast, hey, da war viel mehr Aktivität im Forum. Und ja, es Ja, gibt es halt war jetzt nur eine noch den fiktive, Discord also, dazu, ne? ja, aber gut, Den gab es früher nicht. war jetzt nur eine Zahl, die ist jetzt mal so rausgegriffen oder auch von mir aus vor 5 Jahren oder so, ne? Gut, und ich Ja. glaube, dass die Spielerzahl einfach oder die Spieler älter werden und eventuell mehr älter werden wie Nachkommen. Ich glaube, das ist halt, ja, merkt man schon auch im Forum. Aber findest du, es liegt nur am Alter? Ich weiß nicht, also ich sehe es jetzt bei mir irgendwann irgendwie alle, die um mich herum waren, mit denen ich früher zum Spielen angefangen habe. So viele haben Haus und Kinder mittlerweile, die sagen, so zum Zocken habe ich eigentlich gar nicht mehr so die Zeit. Ja, klar, ich glaube auch, dass es schon also ein Grund sein kann, aber nur der alleine. Nee, nee, auf jeden Fall Ja, nicht, aber also ein Teil, ein ja. Grund, ja. Okay. Wie viel Zeit verbringst du denn ungefähr so am Tag im Forum? Bist du so 2 Stündchen da dran? Oder ich meine, so ein Forum ist halt so ein Ding, da liest du immer mal wieder rein, ne? Ja, das ist es Nur so halt. Also, sporadisch einfach, ne? ich hab spaßeshalber bei meiner Bewerbung damals gesagt, solange ich nicht schlafe, kannst du mich eigentlich jederzeit anschreiben. Das ist halt einfach dem auch geschuldet. Ich meine, ich habe einen Job, der in der IT-Branche bedingt ist. So von daher, das Forum auch in einem Tab offen zu haben, ist es kein großer Act. Also, Ja. man guckt halt mal, wenn man mal eine Minute Zeit hat, schaut man mal rein, hat man was verpasst oder ist irgendwas offen. Also von daher lässt sich das eigentlich schwer in Zahlen festhalten, weil es einfach, ja, in Anführungszeichen rund um die Uhr ist. Aber es soll jetzt nicht so wirken, wie dass ich halt wirklich 24 Stunden nur auf dieses Forum draufschauen würde. Ja, gibt auch oftmals in so einer kurzen Zeit nicht unbedingt viel, ne? Kann Ja. mal, aber. Ja, wir wissen das, wenn du dann, du bist dann so on, du liest ja dann manche Sachen durch, du willst ja auch deinen Teil dazu denken. Du willst ja dann wahrscheinlich an dem Punkt einschreiten, wo du sagst, okay, wir kommen wahrscheinlich vom Thema ab, es wird beleidigend. Oder zum Beispiel Spam. Dass man einfach den Thread zum Beispiel unnötig pusht. Und das vielleicht, oder vielleicht auch nicht in den angegebenen Zeitraum. Ich glaube, man kann. Wie oft kann man den Thread ungefähr pushen? Alles? Kommt drauf an, in welchem Bereich du bist. Ach Allgemeine so. Diskussion zum Beispiel sind es 2 Wochen. Okay. Im Marktplatz zum Beispiel ist ja jeden Tag. Und ich glaube, im Ideenvorschläge sind es 4 Wochen. Also es ist immer Ja. abhängig davon. Also das ist schon auch was, wo man öfters mal reinschreiben muss, dass eben die Forenregeln einzuhalten sind. Weil ich glaube, viele wissen das auch gar nicht, dass eben die Regeln auch von Bereich zu Bereich unterschiedlich sind. Und dann werden halt Ideen zum Beispiel nach 7 Tagen oder so gepusht. Und dann sagst du, hey, hier. Schaut mal bitte, also ich meine, dafür Leute zu verwarnen oder ermahnen, ist natürlich, finde ich, Quatsch. Also es Ja. kann natürlich nicht jeder alles wissen, auch wenn man ja sagt, okay, ich habe die Forenregeln ja gelesen mit der Registrierung, aber denk mal, wir beide wissen es, wie das bei AGBs im Allgemeinen läuft. Ja, Ja. also bei manchen Sachen sollte man sich schon zumindest halbwegs Ja ranhalten. klar, aber gerade so Sachen, ja, Zeiten zum Pushen, wir hatten es auch in der Vergangenheit so gehabt, dass wir schon relativ kulant sind und auch wenn Threads jetzt mal vom Thema abweichen, haben wir eher bei uns im Team ja, quasi das ungeschriebene Gesetz, dass man sagt, okay, lieber macht man mal einen Mod-Post und sagt, hey, wir wissen, dass das Thema euch unter den Nägeln brennt, aber guckt doch mal bitte, dass ihr beim Thema bleibt. Wie dass wir gleich sagen, okay, wir machen den Thread zu oder ermahnen Leute bei sowas. Ist es dann auch, wenn du mal dann manche Sachen liest und du verteilst dann Verwarnungen? Also bist, ich schätze mal, so wie du auch jetzt auch rüberkommst, bist du da relativ locker, aber wirst dann bestimmt auch bei manchen Punkten einfach sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, da ist dann gut. Es kommt immer darauf an, also A natürlich, wie die Stimmung in dem Thread allgemein ist. Also da musst du schon auch manchmal wirklich sehr, wenn nicht sensibel, aber sehr einfühlsam auch teilweise schreiben. Und dann kommt es natürlich darauf an, A, wie schreibt die Person und B, welche Person schreibt was. Wenn es jetzt jemand natürlich ist, der eh meistens versucht zu trollen oder ja, einen Thread in eine verschiedene oder eine bestimmte Richtung zu drücken, die nur er möchte. Dann bist du halt leichter mal auf dem Verwarnknopf drauf, wie jetzt bei jemandem, der noch nie negativ aufgefallen ist im Forum. Okay, das ist mal cool zu wissen. Hast du so ungefähr, oder gibt es da eine Statistik, oder hast du so eine ungefähre Zahl im Kopf, wie oft du so ermahnst oder bannst? Ich meine, es wird natürlich sehr unterschiedlich sein, aber gibt es da irgendwie vielleicht so eine Zahl?
Was du so letzte Woche gemacht hast oder so, oder wie viel es vor 2 Wochen waren. Also ich sag mal, mehr Arbeit hast du natürlich eher mit den Modposts oder auch mit dem Suchen von persönlichen Gesprächen über die PN. Das ist mir auch deutlich lieber, wie dass ich direkt jemanden verwarne oder ermahne. Aber im Schnitt, je nachdem, wie viele Themen aufkommen, sind es so 2, 3 in der Woche vielleicht, manchmal 4. Wenn jetzt irgendwelche heißere Themen sind, wie irgendwelche Updates oder Sachen, die der Community nicht passen, da kann das natürlich schon mal deutlich schneller, deutlich mehr werden. Okay. Dann wäre aber noch eine Frage dann dazu. Wenn du, dann hast du da so gewisse Leute, wo du weißt, ah, okay, bei dem muss ich ja aufpassen. Du bist so ein bisschen so, dich habe ich so immer im Visier so ungefähr. Ja, also grundsätzlich bist du natürlich zur Neutralität angehalten. Es ist zum Beispiel jetzt auch so, wenn mich persönlich jemand angreifen würde oder blöd anmachen würde im Forum, ich dürfte die Person nie selber verwarnen. Also ich müsste sie dann auch übers Forum ganz normal melden, wie du das halt eben auch machen kannst als User. Und dann schaut entweder der Supermoderator drüber oder ein anderer Mod. Weil du natürlich, wenn du jetzt persönlich angesprochen wirst, ganz anders reagieren würdest, wie wenn das vielleicht ein Neutraler nochmal sieht. Ach Also von krass, die daher machen da versuchen wir wirklich, da. musst du wirklich alles selber melden. Du kannst jetzt nicht, wenn der sagt, Körper, du bist ein Penner, so, kannst jetzt nichts machen. Ja gut, Du also wenn jetzt. musst halt melden dann. Also, So. ja, ich würde sagen, Penner ist es, also wäre jetzt eine Beleidigung, wo ich sage, damit kann ich noch irgendwo Ja, leben. ich will jetzt gerade nichts anderes sagen. Also ich sag mal, wenn es jetzt wirklich was Extremeres wäre, dann kann ich das natürlich schon selber sperren, da brauchen wir nicht drüber reden. Du Aber wenn es Lauch! zum Beispiel, nein, aber wenn es was wäre, wo ich sage, ich würde das so interpretieren, dann ist es schon so, dass ich sage, okay, man holt sich dann eben nochmal die Meinung von anderen ein und ich würde es dann auch gar nicht bearbeiten. Also, der hat mich jetzt Lauch genannt. Was würdest du tun? Also über Alter, sowas das stehe ist ich, glaube ich, drüber. schon. Müssen wir nächstes Mal austesten dann. Ja, kannst du gerne machen. So. Also, leider haben wir noch keinen Zwischenstopp gefunden, deswegen bist du jetzt 1 Jahr gebannt. So. Ja, oder direkt Perma, darfst du dir dann raussuchen. Ja, okay, oder so. Darfst du auch keinen zweiten Forum-Account erstellen, also dann bist du wirklich weg vom Fenster. Ja, aber kann man das überhaupt irgendwie prüfen? Ja, jein, jein. Also, man müsste ja eigentlich, wenn ich mit einer anderen E-Mail komme, müssten die ja dann theoretisch ja trotzdem deine IP dann checken, oder? Oder Das keine sind. Ahnung, oder? Also A, weiß ich es nicht und B, Oh. wenn ich es wüsste, wäre das kein Thema für den Podcast, denke ich mal. Ja, okay. Du hast gerade noch gesagt, Konversation mit den Leuten privat. Findet es sehr häufig statt? Es kommt drauf an. Also du hast hin und wieder mal Leute dabei, die natürlich dann meinen, sie müssten jetzt halt mit dir über den Verwarn- oder Ermahngrund diskutieren. Viele, die auch dann auch nicht wissen, dass eine Ermahnung, also die zum Beispiel eine komplett weiße Weste haben im Forum, dann werden sie ermahnt und sagen, hey, hier, warum werde ich jetzt hier ermahnt? Ich habe da eigentlich nichts gemacht. Wo du dann auch die Leute halt beruhigst, hey, ist das nur eine Ermahnung? Das ist eigentlich, ja, wenn du brav bleibst, aussagelos. Aber du hast halt schon vieles auch mal dabei, wo du sagst, hey, in dem und dem Thread, da hast du, ja, versucht, dessen das zu schreiben oder den Thread in die Richtung zu lenken. Da hast du mich einen Lauch genannt. Ja, oder auch sowas. Dann einfach zu sagen, hey, bevor du verwarnt wirst, lass uns doch einfach mal drüber reden. Weil oft kannst du in die Köpfe der Leute nicht reinschreiben, nicht reinschauen, was Menschen schreiben und wie sie es dann wirklich meinen, sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Du siehst dann nicht, wie ist die Emotion von dem, siehst dann nur das, was er schreibt. So, und das ist halt, ja, manchmal redest du halt da aneinander vorbei und dann sind eben klärende Gespräche auch gar nicht so schlecht. Okay. Es ist dann auch, dass du dann, wenn du mit den Leuten redest, dass sie dann auch entspannter werden. Hast ja gesagt, musst du auch in gewisser Weise ja einfühlsam sein, macht ja auch Sinn. Aber wenn du mit denen redest und die sind dann natürlich oft gefrustet wegen vielen Sachen und dann redest du mit denen und sagst, ey, klar, kann ich verstehen, aber trotzdem eine gewisse Norm oder eine gewisse Haltung sollte man ja trotzdem auch im Forum an den Tag legen. Sind dann die Leute so einsichtig oder wie ist das so deine Erfahrung damit? Also es kommt wirklich auf die User an. Also es gibt viel, also ich sag mal, der Großteil, 90% der Leute, wenn du mit ihnen schreibst, verstehen das, was du meinst. Ist ja gut, 90% ist viel.
Ja, aber du hast halt doch auch die Leute dabei, das ist dann so deckungsgleich mit der Frage von vorher, weißt du auch, oder hast du Leute, wo du sagst, okay, du weißt, wenn die jetzt was schreiben, musst du zweimal Ja. hingucken. Das sind auch dann in der Regel die Leute, die sich per PN auch einfach nicht sagen lassen wollen. Die haben ihre Meinung und die wird vertreten, was ja okay ist, so davon lebt ja so ein Forum. Ja gut, ich meine, Meinung vertreten ja das eine Sache, aber auch offen für andere Sachen wäre ja auch wünschenswert so. Ja, aber du Oder kriegst das ja selber manchmal kritischer. mit, wenn du im Discord oder so mit Ja, Leuten schreibst. Das ja. ist, manche haben einfach ihre Meinung oder ihren Standpunkt und gut. Ja, ich sehe es ja auch so wie du, ich finde es auch voll okay, aber dass man sagt, ja, du hast eine Meinung, das ist okay, aber man kann ja mal zumindest versuchen, den Blick zu weiten für manche Sachen oder Ja, aber das versuchen wollen zu viele verstehen. leider nicht. Ja, das ist dann das andere wahrscheinlich, ja. Aber ich Ja. finde dann trotzdem ist, aber wenn du trotzdem sagst, 90%, ich meine, klar, die anderen 10%, die fallen dann dementsprechend nochmal mehr auf, ne? Aber finde ich trotzdem, also ich bin jetzt ehrlich, ich hätte weniger erwartet, aber das klingt schon sehr gut. Vor allem, wenn man ja auch, weiß es ja selber, wie man die Medien 2 Community immer darstellt. Und ich sag's dir ehrlich, ja, die hat ihre Schattenzeit, die ist manchmal auch echt sehr unangenehm, aber ich finde im Großen und Ganzen, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, wie die Leute das zumindest immer sagen. Es Ich gibt glaube, das ist natürlich die auch. Ausreißer, ne? Da wo du sagst so, Alter, yo, Ja. ne? Aber zum Großen und Ganzen, ich finde es echt gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist auch ja ein Faktor, den man beachten muss, wie lange man schon in diesem ganzen Metier 2-Konstrukt irgendwie mit drin ist. Also, wenn du weißt, wie die Community tickt, und die Community ist ja leider nicht mehr so groß, da sagst du, kriegst da jede Woche neue Leute rein, die sich erstmal einfügen müssen in das Ganze. Du kennst, blöd gesagt, nach einer Weile deine Pappenheimer und du weißt auch, wie die Leute in Metin sind. So, und das hilft halt bei der Forumarbeit, hilft das schon sehr, sehr viel, dass du halt einfach die Leute verstehst, dich in das Anliegen, was sie haben, reinversetzen kannst und einfach auch weißt, hey, wenn ich jetzt hier und da mal einen Witz mache oder mal ein Meme poste, dass das auch so angenommen wird, wie du es halt in dem Moment meinst und es dir Ja. keiner irgendwie böse ankreiden will. Das war einfach der Zugang oder das einfach, dass man das auch gar nicht so distanziert sehen muss. Okay, ich bin jetzt hier der Moderator und ihr seid nur die Spieler oder so oder die User, sondern wir sind ja trotzdem irgendwie so im selben Boot, ne? Ja, richtig, Das ist genau. einfach, ja. Bist du der Klassensprecher so? Ja, könnte So. man so sagen, irgendwie. Dann, wenn was ist, dann gehst du an die Tafel und machst erstmal einen Strich, wer wieder was gesagt hat. So, okay, 2, alles klar. Das ist jetzt gerade selber gesagt, wenn du auch mal länger im Spiel drin bist. Ist jetzt die andere Frage: Spielst du selber noch Metin 2? Also ich spiele selber Metin 2, ja. Seit Jahren, wirklich Jahren. Auch im, ich würde schon behaupten, High-End-Content. So, ich würde auch von mir selber behaupten, wenn ich im Forum was poste, ich weiß, wovon ich rede, was Metin 2 angeht. Genau, das ist so mein aktueller Stand. Kannst du sagen, welcher Server? Teutonia. Teutonia. Ja, also Okay. ich kann auch jeden nachvollziehen, der Botafett schreibt, aber ja, bleibt sachlich, Leute. Bist du wie bist du zufrieden auf Teutonia? Ich bin zufrieden, ja. Also, ja, was heißt zufrieden? Mein Du brauchst klar. jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben. Also, ich Nee, meine. ich rede auch offen drüber. Es ist, ja, es ist ja, man kann es ja nicht leugnen, dass ich mein klar, wenn ich Teutonia Map 1 einlogge und da steht irgendein Spambot und will mir natürlich Yang verkaufen, ist natürlich scheiße. Klar, braucht man nicht drüber reden. Sein Frust darüber, aber jedes Mal im Forum auszulassen, ist auch nur bedingt halt praktikabel. Aber so grundsätzlich, ich meine, ich kenne die Leute, die auf Teutonia spielen. Die Community ist jetzt auch nicht so groß, habe ich ja vorher schon gesagt. Und es fühlt sich einfach trotzdem irgendwie an wie so ein, klingt immer so blöd, oder so ein zweites Zuhause. Aber du, glaube ich, man weiß, wie man es meint. So, man hat halt so seinen Ja. Heimserver. Und auch wenn jetzt eine Fusion käme oder so, ich, oder WBTs kommen würden, würde ich gar nicht weg wollen. Ich glaube, auch wenn du im High Level bist, dann verlierst Der du auch Fo einfach so ein bisschen den Fokus auch zu den Bottern oder so, sage ich mal, oder auch einfach diese Aufmerksamkeit an denen. Weil du bist Ja, ja der. einfach, du bist ja nur im High Level. Ich meine, das sind sie halt in der Regel eigentlich nicht. Klar, gibt da vielleicht auf der 90er Map vielleicht sogar mal einen, aber in der Regel sind die immer so zwischen Map 1 und irgendwo SD3 und Grotte meistens. Klar, jetzt, Leute, ich weiß, es gibt auch welche, die sind im Wald und so. Auch gibt es sogar auch welche auch im Johara-Bereich, aber das ist wirklich ja so ein kleiner Satz. Ja, du bist ja im High Level eher mehr fokussiert auf deine Runs größtenteils. Ja. Hallo.
Ihr wisst, wie es läuft. Es gibt wieder dreimal 10 Euro und einmal einen 25 Euro Code zu gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr schreibt in den Kommentaren euren Server, euren Charakternamen und ich möchte am Giveaway teilnehmen. Auflösung vom Giveaway wird der, ja, Moment, Moment, genau, wird der 22.09. sein. Also am 22.09. auf jeden Fall Ausschau halten auf YouTube, entweder im Community-Tab oder in der Videosektion. Viel Spaß weiterhin, liken und abonnieren nicht vergessen. Auf eine Sache muss ich noch mal kurz rein. Du hast gesagt, die Leute, man sieht es auch im Forum, machen immer wieder den Botter-Thread einfach auf. Oder den hast, ich glaube, der wurde auch schon in die Taverne verschoben. Ja. Was ist, also eine Frage erstmal, was genau ist die Taverne? Also Taverne ist letztendlich ein Platz, wo der Post-Counter erstmal grundsätzlich zu ist. Also du kannst da keine durch Spiele oder sowas irgendein Post-Farming betreiben, was ja früher, mittlerweile juckt das ja auch kein Menschen mehr, aber früher, wo das Forum halt noch der Place to be war, wo du dir halt darauf also eingebildet hast, boah, ich habe 1500 Beiträge oder was weiß ich. Der ist eben da deaktiviert. Aber grundsätzlich kann in der Taverne eben erstmal in einem gewissen Rahmen alles über Metin 2 diskutiert werden. Komplett Und offen, oder genau, wie? komplett offen, richtig. Sofern es eben in einem gesitteten Rahmen abläuft. Ja. Da wollte ich, Deswegen ja. haben wir damals den Thread darüber verschoben, weil wir gesagt haben, ja, wir wollen das Thema Bots im Forum haben. Definitiv, weil es ein wichtiger Thema ist. Auch, dass die Gameforge eben weiß, hey, hier sind Leute dahinter und den Leuten ist das wichtig, dass sich da was ändert. Aber wir wollten halt auch nicht, dass halt jede Woche vier verschiedene Threads existieren, wo das Thema Botter eben drin steht. Soll noch eine gewisse Ordnung einfach haben. So. Genau. Du hast ja vorhin gesagt, ja, verstehe schon, dass die Leute da ihren Frust haben und dann schreiben sie immer alles da rein oder ja, machen das Thema wieder groß. Das ist ja irgendwo der Frust und irgendwie muss man ja sein Ventil dafür finden. Natürlich, wie man es dann macht, ist dann erstmal die andere Frage. Aber was rätst du denn solchen Leuten? Das sind wirklich, ich meine, seit Jahren haben wir dieses Problem. Es wird ja eher schlimmer teilweise. Und was können die Leute denn sonst noch machen? Also die geben halt dem Forum ihren Senf dazu ab. Natürlich soll man das dann moderieren, was ja auch völlig richtig ist. Aber was macht man denn mit solchen Leuten? Die sind die ganze Zeit nur gefrustet. Was können die tun? Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist auch eine böse Frage, die ich dir jetzt stelle, aber ich denke mir also, ja, was kann der Spieler selbst tun? Also ich kann jetzt noch mal ein Beispiel nennen, was ich zum Beispiel sage, wenn du wirklich unzufrieden bist, das ist jetzt nur meine Meinung, ne? Love it or leave Wenn it. das ist ein Teil, also eine Teillösung oder eine Teilkonsequenz, dass man sagt, im Äußersten, dann höre ich einfach auf. Oder wenn du jemand bist, der viel Geld ausgibt, dass du sagst, dann gib halt mal weniger aus. Dann ist der Frust vielleicht nicht nochmal extra schlimmer oder nochmal Wobei, mehr schlimmer. das deckt sich nicht, weil jemand, der viel Geld für Mädchen ausgibt, hat kein Problem mit den Bottern. Weil wenn du viel Geld für Mädchen ausgibst, bist du im Okay, High-Level. warte. Muss ich jetzt ein bisschen breiter fassen? Jetzt nicht nur Botter, sondern auch die Crashes und so weiter. Achso. Crashes und dass du dann auch das Problem hast, dass du dann Sachen, die ablaufen, nicht vollumfänglich nutzen kannst. Sowas. Da sagst du, okay, guck mal, ich bezahle hier Geld und ständig gibt es solche Probleme, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Botter auch einen Teil dazu beitragen, dass die Server vielleicht mehr abschmieren. Maybe, ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus. Aber abgesehen von davon, dass man auch sagt, okay, dann musst du weniger ausgeben, damit du vielleicht ein Signal sendest, zumindest für dich. Denke ich mir so. Weil irgendwie ist ja auch blöd. Also alles ist Kacke, aber trotzdem ist man in dieser Metin 2 Hassliebe gefangen und gibt dann trotzdem das Geld aus. Also, oder das finde ich ja auch krass. Im Endeffekt, ich habe ja, also für mich ist es ja so naheliegend, okay, wenn du ein Problem damit hast oder das sind jetzt, da kommen jetzt ein paar Sachen mehr zusammen, ne? Sei es jetzt zum Beispiel die Botter, sei es, dass man seinen Push in dem Rahmen nicht nutzen kann oder zum Beispiel, man gibt viel Geld aus, ist dann trotzdem unzufrieden. Dann wäre ja für mich zu sagen, okay,
Wenn du wirklich so unzufrieden bist, dann reduzierst du das Geld oder hörst auf oder was weiß ich. Aber dann ist es ja dann oft nicht so, sondern dann sagen ja viele, naja gut, dann gehe ich halt eben auf einen türkischen Server und da kriege ich dann für mein Geld viel mehr, der so ungefähr. Da denke ich mir so, das ist jetzt die Konsequenz. So. Ja, Okay. grundsätzlich komisch. Ich meine, diese Hassliebe hast du halt überall, würde ich mal behaupten. Also in jedem Spiel, wo du ein bisschen viel Zeit investierst. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, auch ein blödes Beispiel, aber CSGO, CS2, war ja auch jetzt halt monatelang von Cheatern übersät. Du würdest wirklich in jedem zweiten Spiel, wurdest du umgecheatet und trotzdem kaufen die Leute für Tausende von Euro Skins, spielen dieses Spiel und lassen sich alle zwei Matches da umcheaten, ohne dass sie überhaupt eine Chance haben. Ja, es ist, glaube ich, in vielen Spielen so eine Hassliebe und kommt da auch immer darauf an, wie groß die Schmerzbereitschaft von den Spielern ist. Also ich zum Ja, Beispiel, ich definitiv, persönlich, ja. ich habe meine Counter-Strike-Skins zum Beispiel verkauft, weil ich sage, okay, mir taugt es eben nicht, wenn ich abends 2, 3 Stunden Zeit habe und ich opfer diese 3 Stunden Zeit in CSGO zum Beispiel. Und ich liebe CSGO. Ich hab 4.500 Stunden CSGO gespielt. Wenn ich abends 3 Stunden Zeit habe zum Beispiel, möchte ich die entspannt zocken und nicht zweimal von irgendwelchen russischen Cheatern umgedrückt zu werden. Das ist halt immer, wie viel Fokus hast du drauf? Ich sage jetzt mal, ein Fensterclose in Metin, der kostet dich, wenn es blöd läuft, vielleicht mal eine Hydra, im dümmsten Fall. Aber den Client neu aufzumachen, dauert halt nicht mal 20 Sekunden, ne? Von daher ist das Zeit, wo man sagt, okay, das, wenn passiert, dann ist es halt so. Also für mich Ja, persönlich. ich glaube, für Leute, die so Melee-Farmen oder so, ist das eklig. Ja, kommt natürlich darauf an, wenn ich 16 Melee-Chars habe, die bei mir Fensterclose haben, dann drehe ich natürlich auch durch. Aber dann mache ich halt den einen Melee nicht mehr und dann am Abend denkst du ja dann doch wieder, boah, rein in den Melee-Grind. Finde ich entspannt. Find ich lustig, dass du damit so entspannt umgehen kannst. Könnte ich nicht. Ich würde ausrasten wahrscheinlich. Das ist Ich habe eh keinen Einfluss drauf, dass was an. Also ja, bedingt klar, ich Einfluss weiß schon. drauf. So Ja, ein. ja. Dann bringt es ja nichts, sich drüber aufzuregen. Ja, naja. Ja, also ich meine, So in meinen vier klar Wänden lohnt rege es. ich mich da manchmal schon gerne auf. So, wie ich das sage, das kann ich so, komm, ey, ich gebe hier so viel Geld aus und Ja, ich fluche natürlich auch, so ist nicht, ha. aber wie gesagt, wir Ja, sind beide keine klar. Entwickler von Nee, Metin und somit. natürlich nicht. Also klar, manchmal hockst du dann selber da und denkst dir, es wird sich jetzt eh nicht gleich ändern. Also mach einfach das, was du für deinen Rahmen für richtig hältst und gut ist. Richtig. Ich schaue, dass ich das Bestmöglichste mache, was in meinem Einflussbereich liegt. Und alles andere Genau. bin ich sowieso Genau. auf andere Sachen angewiesen. Also Ja. keinen Stress machen. Was wünschst du dir für Metin 2? Auch so für die Zukunft? Spieltechnisch jetzt oder allgemein? Kannst alles sagen. Also was ich ganz, ganz, ganz cool fände, wäre, wenn es weiterhin am Quality of Life gearbeitet wird. Es ist, neuer Content ist immer so ein schwieriger Spagat, weil ich würde behaupten, gerade auch mit Alastor und den Keyboss und Co., so viel Prozent der Spielerschaft ist nicht im kompletten High-End-Level. Voll Du weniger musst, eigentlich, ne? ja, voll wenig, aber du musst halt auch aufpassen, dass die paar wenige, die halt wirklich so weit sind, Die und man cashen auch sieht es viel. ja, auch, ja, aber man sieht es ja zum Beispiel auf Twitch so, wenn dann halt eine Shami, keine Ahnung, 900.000 Blitze raufbeschwören macht, das sind ja Zahlen, mit denen kannst du dich als Otto-Normalspieler gar nicht vergleichen. Und ja, es gibt viele, die im High-Level sind, aber ich glaube trotzdem, es ist so ein schwieriger Spagat zwischen, es gibt jetzt neuen High-End-Content, wo dann nur die paar Spieler profitieren würden, oder es wird eben, was ich mir wünschen würde, der alte Kontinent mal komplett überarbeitet, auf den Stand von 2024 gebracht. Dass Events, die 2013 kamen, ein Oster-Event, ein Okay-Karten-Event, ein Fußball-Event. Ich meine, klar, Switcher sind toll und schön, aber es gibt halt sonst nichts aus diesen Sachen. Oster-Event, bestes Beispiel. Du kriegst Switcher hinzufügen, ist nice, brauchen wir nicht drüber reden. Kostüm-Boni-Transfer, auch cool. Aber so Sachen wie blaue Drachenbohnen braucht heutzutage halt wirklich kein Mensch mehr aus solchen Ostereiern. Boss-Truhen. Warum soll ich einen Oberork suchen? Warum soll ich einen Flammenkönig suchen? Etc. Das wäre total verschwendete Zeit. Alte Runs Ja. überarbeiten, ein Sensenmann, dass da vielleicht halt irgendwas drin ist, lass es mal ein 1%-Band oder sowas sein, was durch Zufall aus dieser Truhe rauskäme. Irgendwas, was halt dir im Low-Level dich voranbringen würde,
aber nicht so viel mehr, dass man sagt, ich würde jetzt keine Hydra mehr farmen wollen oder kein Melly mehr machen. Oder Jotun oder Rasador oder was auch immer. Auch Rasa oder Nemmerit-Runen müssten meiner Meinung nach zeitgemäß gemacht werden. Mein Nemmerit-Run, den machst du alle 4 Stunden mal. Und im Idealfall, wenn du Glück hast, kriegst du aus 10 Truhen mal ein Titandioxid. Dann hast du auf Teutonia, ich weiß gar nicht, 1,2 Won. So, davon kannst du dir halt auch nichts kaufen. Ja. Und das wäre halt cool, wenn es irgendwie parallel abläuft. Also es bräuchte irgendwas, das den High-Level nicht langweilig wird, aber irgendwas, was dann auch zu grinden wäre, wo man halt wirklich nicht so wie die Elementarwelt früher 20 Jahre braucht, um überhaupt mal was zu machen. Es bräuchte aber halt auch die Überarbeitung von alten Sachen, weil es gibt ja so viel in Metin. Das ist immer Von der beste Spruch, den eigentlich jeder hat. Das Spiel hat so viel Potenzial. ja. Es gibt die Affen-Dungeons, es gibt den Sensenmann, es gibt sämtliche Bosse, es gibt, lass es mal goldene Truhen zum Beispiel überarbeitet werden, dass da irgendwas rauskommt, was sich lohnt, was aber halt nicht zu stark ist, lass mal aus der Sensenmann-Truhe eine kleine Segnung rauskommen oder sonst irgendwelche Sachen. Es gäbe ja so viel, aber es müsste halt einfach mal gemacht werden. Ja. Das würd ich mir für Mädchen am meisten wünschen, einfach mal machen. Das ist einfach so der Punkt, wo ich sage, das wäre mein Wunsch für Metin. Einfach machen. Einfach machen. Das ist natürlich immer so leichter gesagt als getan, aber man wünscht sich halt oft, ne? Dann noch eine Frage von Danielka. Hat jeder Foren-Admin dieselbe Tätigkeit und dasselbe Recht? Du bist jetzt ein normaler Moderator. Dann gibt es ja noch den Supermoderator, glaube ich. Genau. Gibt es dann danach kommt der, glaube ich, schon Community Manager, oder? Ne, es gibt noch Board-Administrator. Also, Also es gibt drei Stufen im Forum. genau. Es gibt die normalen, also eigentlich gibt es 4. Es gibt ja die Anfängerstufe quasi, die Trial-Moderatoren. Dann gibt es die normalen Moderatoren, wenn du eben aus der Probezeit raus bist. Dann gibt es einen Supermoderator, das ist aktuell Cento. Und den, Schrägstrich die, Forum-Administratorin, das wäre eben Morvina aktuell. Okay. Movira, nicht N. So als Team funktioniert auch gut. Würdest du sagen, ihr seid genug Leute oder ihr könntet noch mal jemanden gebrauchen oder so? Also ich finde, es passt aktuell. Wie gesagt, so viel Aktivität wie vor 5 oder 10 Jahren im Forum ist ja auch nicht mehr. Das passt eigentlich ganz gut. Nur zu der Frage noch vorher, hat jeder die gleichen Rechte? Ist auf jeden Fall nicht so. Also es gibt auch Bereiche, wo wir Moderatoren, also normale Moderatoren, nicht reinschreiben können. Das ist alles, was so in dem News-Bereich ist, also Wartungsarbeiten und Co., da können wir alles nicht reinschreiben. Und auch erst ab Supermoderator können manche Tickets eben bearbeitet werden, wo es wirklich um, ich sag mal, personenbezogene Daten auch gehen könnte. Ach krass, da kannst du da echt den Leuten sogar noch direkt dann so helfen. Muss dann nicht Genau. mal unbedingt über den Support laufen oder so. Ja doch, aber ich zum Beispiel als Moderator, ich könnte jetzt keine neuen User im Forum anlegen. Aber wenn du jetzt Supermoderator wärst, dann vielleicht schon. Dann hättest du die Berechtigung, ja. Ach ja, okay. Das ist mal cool zu wissen. Sonst bist du sehr zufrieden mit deiner Arbeit? Ja, super zufrieden. Bist ja jetzt schon fast bald 2 Jahre dann dabei eigentlich. Ja, Hoffentlich ich wird weiß da gar noch nicht, ein bisschen was. ob das schon als alter Hase zählt im Forum. Ich weiß gar nicht, wie meine Vorgänger so ihre Perioden hatten. Aber ich sehe auch gar keinen Grund, das Team zu verlassen. Also ich bin super zufrieden. Die Arbeit macht Spaß. Die Leute sind in der Regel alle okay. Ja, doch, das geht ja eigentlich auch im Forum. Wie gesagt, da gibt es immer so ein paar Leute, die halt auffallen, aber so gibt ja trotzdem immer noch sehr viele, die sind ja schon sehr sachlich in einigen, in vielen Punkten auch. Ja, und ich sag mal so, also wenn du aktiv Metin spielst, dann kennt man sich untereinander und du weißt auch grob, wessen Char steckt hinter welchem Forum-Account. Und du weißt auch, wenn eine Person was schreibt, sehe ich das jetzt als Angriff oder nicht. Man, wie gesagt, wie ich es vorher schon gesagt habe, man kennt einfach seine Pappenheimer. Ja. Ja, cool. Hast du noch irgendwas als Schlusswort mitzugeben? Nicht unbedingt, also ich kann nur jedem empfehlen, wer noch einen Forum-Account machen möchte, macht's das gerne, registriert euch über den Support, nehmt an den Diskussionen teil, bleibt sachlich und ja, vielleicht sieht man sich im Forum, vielleicht auch nicht. Ist euch überlassen. Okay. Dann machen wir den Sack jetzt zu. Korpa, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Sehr gerne. Danke, dass ich Und dabei sein durfte. sehr gerne. Gerne, gerne, gerne. Vielleicht gibt es ja irgendwann Teil 2 oder so.
Mal gucken. Live vor Ort irgendwann mal. Zum Mal schauen. Beispiel, wer Mal weiß? gucken. Wer Mal weiß, gucken, ja. wer weiß, was noch in der nächsten Zeit kommt. Ja, Leute, wenn ihr bis hierher das Video geschaut habt, gerne liken und kommentieren. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Gebt uns Feedback. Wie nehmt ihr das Forum aktuell so wahr? Natürlich viele Sachen, viele Probleme, die kennen wir natürlich auch, ne? Gerade bei den Bottern und so weiter. Aber trotzdem so allgemein, wie gestaltet sich für euch das Forum? Haut mal was in die Kommentare. Feedback immer gerne erwünscht. Und ja, einmal sage ich nochmal Dankeschön. Und damit sind wir raus. Ciao.